Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Dark Souls Genesis. Ich bin Samson Muffix und wir aktivieren jetzt den Schalter. Ah, okay. Ah, das war ein Teil hier des Schlüssels. Okay, gut, das macht Sinn. Was ist beim letzten Mal geschehen? Wir waren hier, boah, dabei, mal wieder seltsame, kryptische Rätsel hier zu entziffern. Scheinbar müssen wir einen Schalter hier, einen Schlüssel hier finden. Da haben wir schon Stück Nummer 1 gefunden. Nun fehlt uns noch Stück Nummer 2. Das werden wir uns natürlich auch gleich noch schnappen. Aber jetzt laufen wir erstmal hier nochmal den Weg lang. Weil der Max natürlich mal wieder davon ausgegangen ist, dass er hier wieder die Hälfte verpasst. Ich bin echt so cool. Ich laufe immer nach links. Dann ist links nichts. Dann laufe ich wieder nach rechts. Dann sehe ich, oh, rechts ist was. Und dann sagt man, ah, ich muss ja doch wieder nach links. Und das ist immer mein Abenteuer. Aber nun gut. Ja, wie gesagt, wir haben diesen lustigen Schlüssel gefunden und ich denke mal, Schlüsselfragment Nummer 2 wird dann hier sein. Hier waren wir schon bis genau da. Wenn man vom Teufel spricht. Wortwörtlich Teufel, ich hasse diese Viecher so sehr. Einmal drauf slashen, nicht schauen, einmal slashen. Der hat sich gar nicht gewehrt, Mann. Das ist nicht jugendfrei, deswegen mache ich das hier hinter der Mauer, gell? Wer mir hier seine blinden Tricks stellt, Mann, der kriegt von mir ordentlich auf die Kloppe noch. Sind das Skelette? Okay. Boah, gibt schlimmere Gegner. Aber ein bisschen drehen. Schrein der Habke. Oh nein. Bitte nicht gegen Habke kämpfen. Was war Habke? Was war ein Habke nochmal? Ah, ich weiß es nicht mehr. Wer war nochmal die Habke? Das war. Also. Schauen wir mal, ob wir die Todesünde noch zusammenbekommen. Also Hochmut, das war dieser Engelsritter. Dann gab's Stoll. Dann gab's Wut, das war dieses Monster da. Hat der sich jetzt hingeworfen da? Nö, kein Wirbelsturm. Dann gab's, Habneid, das war diese merkwürdige Hexe. Ich hab keine Ahnung mehr, wer Habke war. Aus Darksiders 3. Leider nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es noch wisst. Ich bin alt und grau, deswegen weiß ich sowas nochmal. So. Und was macht er eigentlich mit dem ganzen Gold? Ich meine, gibt's. Hat man als Dämon irgendwas, wenn man hier so viel. Hat? Ja, wieder Fake-Kiste. Haha, ist voll lustig, gell? So. Gut. Da. Ach, das ist ja. Lava. Oh nein, der Rückweg wird dann wieder auch wieder schön werden. Ja, schön. Jetzt haben wir die Dungeon Map wieder. Das heißt, wir stehen kurz davor, das Level abzuschließen. So wie immer. So, und ihr wisst jetzt auch alle, was passieren wird, wenn wir jetzt hier den Schalter umlegen. Dann wird wieder Lava kommen. Es kommt immer Lava. Was mich irritiert, wir haben beim letzten Mal noch irgendwo ein Portal gelegt. Und irgendwie nichts mehr weiter damit gemacht, gell? Naja. So, nehmen wir uns jetzt einen weiteren Falle. So, ich hab das Artefakt. Drücke du weiter auf das Podest und dann ziehe ich es ab. Warte, ich bin nicht so. Ja, lass deine Riesenpranke einfach da liegen. Genau so. Beinahe. Zeig dich, Mammon. Der Gerechtigkeit des Rats entgehst du nicht. Verdammt, War, du hast losgelassen. Dann bleibt uns wohl nur der lange Rückweg. Bleib mal für die nächsten 5000 Jahre stehen. Wird schon nichts passieren. Ich tue so lange die Welt alleine retten. Wollt ihr mich nicht alle in Ruhe lassen? Nein, weg da, weg da. Weg da. Wieso verstehen die mich nicht, Mann? Ich weiß, mein Dämon ist ein bisschen eingerostet, aber...
Wenn wir die alle hier abknallen, dann muss es denen doch ein Zeichen sein, dass sie nicht näher kommen soll, ne? Das. Drehen! Drehen, immer weiter drehen. Gar nicht aufhören zu drehen. Drehen. Nett. Das Problem ist, die Täter nehmen deren Überresten und da verliere ich leider auch mein Leben. Aber war eine gute Taktik gerade. Sag mal, wie wenig das die Taktik abzieht, Mann. Dafür? Was ist das von dir, Mann? Ich hasse diese Viecher so sehr, Mann. Okay, dann. Nächste lustige Arena. Und wir drehen uns und drehen uns. Na gut, dann drehen wir uns aber nicht, dann ballern wir halt mal wieder auf die klassische Art und Weise. Was haben wir jetzt gemacht? Hallo? Weil der ist gerade nur so langsam gegangen. Das hat mich ein bisschen irritiert. So, und jetzt, wenn wir da... das zweite Fragment reinlegen, dann kommt ganz sicher ein Bossfight. Naja, wir hatten ja in dem Arena hatten wir schon mal einmal diesen Dämon hier am Anfang mit seiner Knarre wieder. Wenn das das Level hat, dann bin ich zufrieden. Wenn es schwerer wird, dann nicht. Davor, also beim Reingehen sah das hier schön aus. Wir hätten die Kisten nicht alle kaputt machen sollen. Wo das Leben hängt. Das wäre echt dumm, Mann. Ah, jetzt weiß ich auch, wieso man diese blöde Brücke vorher gelegt hat. Ja. Sonst wären wir hier nämlich nicht weitergekommen. Und wir drehen. Aber das ist echt die beste Strecke gegen die, weil die haben da auch wirklich keine Chance, sich zu wehren. Gegner, die, nur die Gegner... Also es gibt manche Gegner im Spiel. Die, können nicht angreifen, wenn man sie angreift. Und die können dazu und deswegen... kann man die dann so easy bezwingen. Es gibt aber auch Gegner, zum Beispiel wie die oberen Dämonen, weil die können trotzdem angreifen und da hilft es natürlich nicht. So, ich will noch ein bisschen Leben bitte haben. Da. Das ist eine gute Position. Kann man das die nächsten 10 Stunden so machen? Ganz ernsthaft, da hat er sein ganzes Leben lang trainiert in seiner Dämonenschule. Hat so hart trainiert, war vielleicht sogar Klassenbester. Und was macht er dann? Dann bleibt er einfach hängen an so einer dummen Treppe. Und das war's dann mit seiner Dämonenschule. Hat ihm die auch nichts gebracht. Tja, kann man auch nichts machen. Gegen einen Nephilim hat man keine Chance. Also, jetzt da war der fiese Bossfall. Zum Glück spawnt der immer nicht nochmal. Zip. Und dann immer dem Lavastrom folgen. Oder? Das habe ich jetzt nicht geahnt, dass das so weitergeht. Ui, da wäre ein Schlüssel. Theoretisch könnte man nochmal raus. Ah, das war keine gute Idee. Super gut. So, und dann, ja, wo lang? Das ist eine gute Frage. Ah, davor wieder, okay. Theoretisch können wir jetzt nochmal nach oben, weil wir haben drei... Alter! Ja, toll, und was mach ich jetzt? Du bist so ein Honk, Mann, du hättest hier einfach nach oben festhalten müssen. Ja, genau! So, wir haben kein Leben mehr. Droppt ihn hier ein bisschen was? Ja, immer noch etwas. Weil jetzt kommt gleich ein Bossfight, wenn ich jetzt. Bist du mein Bossfight? Wenn ja. Hey, das ist jetzt zum dritten Mal, dass ich hier so einen von diesen Typen bekämpfe. Sammel doch mal hier die Dinger auf. Jetzt musst du dich leider ein bisschen heilen hier. Bitte ein bisschen plötzlich, weil wie gesagt, wenn man ganz sicher, da kommt es dann in einem Bossfight.
Trem. Komm, schmeiß wieder. Minion spawnen, das ist sehr schön. Die können gerne spawnen. Aber wir sollten ein Leben da lassen. Das war auch in welchen Darksiders? Ich glaube, im ersten war das ja immer so. Wenn man Gegner mit dem Move hier bezwungen hat, haben sie da was übernommen, dann droppen sie immer was. Ansonsten droppen sie immer nur Erfahrung, aber so droppen sie auch Leben. Kann doch sein, dass ich das auch Schwachsinn bin, aber in irgendeinem Spiel war das so. Vielleicht war es God of War? Es war eigentlich God of War, aber es ist fast dasselbe. Stimmt, in God of War war das so, dass wenn man unterschiedliche Moves macht, dass wenn man zum Beispiel mit Düsen packt, kann man, kriegt man Magie zum Beispiel. Hättest du einfach die Scheißschlüssel eingesetzt. Das finde ich jetzt gar nicht geil. Ist er einfach gerade durch mich durchgelaufen? Wenn ja, super cool. So gehört sich das bei den Bossen. So, also wir kennen den Typen im Endeffekt schon. Das ist ein bisschen schade, dass man die Bossfights hier recycelt. Bei denen hatten wir schon mal in dem Level. Das war im zweiten Level, glaube ich. Komm zu Papa. Ganz entspannt und jetzt aufholz. Ja. Das hat auch dein Zwillingsbruder gesagt. Der war halt nicht lila, aber das gleiche Schicksal hat er halt. Das machst du aber ehrlich gesagt nicht so gut, mein Freund. Ein in Lava! Schade, wäre echt geil gewesen, wenn das geklappt hätte. Schade, bitte pack jetzt den. Ah. Nein, hat sie wieder angefangen. Schade. War ganz sehr schön, der war da schön in der Ecke gepackt. Da konnten wir ihn easy peasy besiegen. Wer sagt denn, dass ich dir entkommen will, mein Klopskerl? Vielleicht solltest lieber du mir entkommen. Zeit, die Saat zu beenden, großer. Kleiner. Das ist ein Ende. Bam! Ah, sehr schön, Mann. Der war nice, Mann. Ah, aber leider kein Dämonenkenner da gedroppt, Mann. Reißt seine Waffe weg und verkloppt ihn damit. Das ist der Krieg, wie ich ihn kenne. Komm raus, du gieriger kleiner Bastard! Diese Artefakte, die sind aus Eden. Wo hat Mammon die her? Von Lucifer. Von wem sonst? Aber Eden wurde versiegelt, als wir es verließen. Ja, wurde es. Tja, das scheint eine Art Kartenrune zu sein. Vielleicht verrät sie uns, wo Mammon hin ist. Wohlgrim könnte sie bestimmt entschlüsseln. Ich hasse es, wie nützlich er ist. So, das fünfte Kapitel haben wir abgeschlossen. Der Wald. Die Reiter haben unter Mammons Habseligkeiten eine seltsame Rune entdeckt und kehren zur Leere zurück. Okay, Leute, dann heißt es wieder unseren besten Freund Wohlgrim wieder fragen. Und Darkseid, Genesis ist abgestürzt. Toll. Wie, du hast es nicht gespeichert, wundern. Dann war es das mit Darkseid Genesis. So, wir sind wieder da. Das hat mich jetzt glatt überrascht. Ich hätte jetzt darauf wetten können, dass ich hier nochmal irgendwas neu machen kann, aber der hat mir jetzt hier direkt zur Vulgrim geworben. Das fand ich sehr cool. Mal Frage. Beim letzten Mal war doch der Wetter Samael hier. Oh, wir können aber mit dem Samael reden. Mammon schlüpfte uns. Gerissen an Teufel. In seinem Mord waren gestohlene Relikte aus Eden.
Irgendwie hat Lucifer einen Weg hineingefunden. Das hast du unruhig. Wie ihr wisst, wurde Odin nach der Nether-Invasion versiegelt. Mächtige Artefakte liegen in der Anschau, doch so unerreichbar und sicher. Vielleicht ist das vorbei. Das muss ich mir näher ansehen. Wenn Lucifer einen Weg nach Eden gefunden hat, wird das alles in der Augen zeigen. Wir fanden diese Karte. Ergibt das Gekritzel einen Sinn für dich? Interessant. Offenbar besitzt Mammon noch ein Gewölbe, größer und noch besser verborgen. Dieses Gekritzel verrät uns, wo es ist. Wir werden die Wahrheit aus Mammon herausquetschen und ihm zeigen, was es kostet, sich mit ihm zu vereinzulassen. Nein. Ihr habt euch schon größer. Doch euer Potenzial geht noch weiter. Wie, Mann. Eine Motivationsregel. Moment, ich hol mir etwas zu trinken. Der Rat verlieh euch Macht, doch mit Einschränkung. Die Segen zum Teil aufheben. Aber sicher spürt ihr das auch selbst. Eure Vergangenheit bindet euch und eure Schuld. Das verschafft Rat ein Mittel, um euch zu verletzen. Das zu unterdrücken, was in euch ist. Das Chaos, den inneren Aufruhr. Das mit der Rede war übrigens ein Witz. Was hast du getan? Ihr spürt Schmerz. Doch ich habe nicht gewirkt. Rechtfertige dich! Ich habe nur die Tür zu eurem inneren Konflikt geöffnet. Euer Hass, eure Wut, eure Kraft. Ihr spürt sie und könnt sie dadurch richtig nutzen. Wie? Das werdet ihr bald sehen. Wenn euer Zorn wächst, könnt ihr jetzt euer Potenzial ausschöpfen. Das ist nötig, um Mammon und die anderen Meister zu besiegen. Verdammt! Wieso verspüre ich plötzlich den Drang, alles und jeden zu töten? Der Rat wird bestimmt sehr erfreut. Oh, Sammy, das war aber richtig nett. Du hast es jetzt endlich uns Superform gegeben. Genau. Anarchiegestalt, Strife verwandelt sich kurz in seine ultimative Form, ist unverwundbar und sorgt für mehr Zerstörung, volle Chaos, als er benötigt. Chaosgestalt, die kenne ich, verwandelt sich in kurzer Zeit in die ultimative Form, ist unverwundbar und sorgt für Zerstörung, volle Chaos, als er benötigt. Ja, kann man schauen, Anarchiegestalt, Hieb, Peitsche, Gatling? Was? Okay, das wird nice. Erstmal, was wir hier kaufen. Ja, babbel nicht, ich weiß doch, dass du uns nur quälen willst. So, was haben wir hier? Kreaturenpaket, Feuer und Eis. Enthält eine Zufallskreaturenkombination. Legionsbomber. Okay. Koffer nur. Panzerfloh. Sehr schön. Na gut, aber wir haben 7000 Seelen hier gesammelt. Ja, geil. Titan Sword of Strife. Sehe ich eigentlich irgendwie, wie viel ich davon habe? Das wäre interessant. So viele Seelen, so wenige Waffen. So, Gesundheit wird Strife erhöht. Das ist wichtig. Kauf jetzt Donnerschlag. Und ja, damit haben wir jetzt eine neue Fähigkeit. Ach, das ist ja für Krieg. Ich dachte, das wäre für Strife ein neuer Schuss. So, dann haben wir. Ach so, das waren schon Seelen, die wir schon hatten. Ja, schade. Ja gut, haben wir jetzt nicht was Neues bekommen, aber egal. 288 Leben hat inzwischen Krieg und 228 immer Strife, aber Strife muss ja ein bisschen weniger haben. So, 300, ja, sind wir trotzdem unter beiden Leveln. Na egal. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann ja weiter mit Let's Play Darksiders Genesis und dann schauen wir mal, wer sich uns noch in den Weg stellt. Keine gute Idee für den. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.